Das sind die Truth Ear Nova, die wissenschaftlich betrachtet besten In-Ear-Kopfhörer. Mit diesen Kopfhörern hören sich Videospiele und Musik so an, als wenn das, was ihr hört, tatsächlich vor einem passiert. Für mich persönlich sind die etwas ganz Besonderes und das aus einem Grund. Die kosten nur 150 Euro. Und bevor ihr in Schockstarre geratet, weil 150 Euro doch so viel für kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer sind, schaut euch mal an, wie viel die zweitbesten kosten. Jetzt stellt ihr euch vielleicht ein paar Fragen. Warum kosten kabelgebundene Kopfhörer so viel? Wie kann man wissenschaftlich sagen, ob ein Kopfhörer sich gut anhört oder nicht? Und vor allem, wer ist dieser Typ, der mir das erzählt? Mein Name ist Samo und nicht Zamo, wie mich andere nennen. Beispielsweise Zamo, der einen kompletten Channel genau dafür hat. Ich mag Kopfhörer und bin gerade dabei, meinen Master in Acoustical Engineering zu machen. Also der Wissenschaft, die sich mit Kopfhörern, Lautsprechern und Akustik im Allgemeinen befasst. Mein Ziel ist es, die besten Kopfhörer, Headsets und Lautsprecher zu finden und mit euch zu teilen. Genug von mir. Gibt es überhaupt die objektiv besten Kopfhörer? Jein. Es gibt viele unterschiedliche Faktoren wie Passform, Klang und Verarbeitung, die einen guten Kopfhörer auszeichnen. Und die sind alle wegen unterschiedlichen Gründen subjektiv. Es kann sein, dass ihr zum Beispiel Ohren habt, die zu groß oder zu klein sind, oder dass ihr zum Beispiel lieber die Farbe grün als blau habt. Daher kann man auch nicht sagen, ob ein Handy, ein PC oder ein Gebäude das Beste ist, weil es immer abhängig von subjektiver Meinung ist. Was aber möglich ist, ist zum Beispiel zu sagen, dass mehr Menschen lieber hier wohnen wollen als hier oder lieber das essen wollen als das hier. Das nennt sich Intersubjektivität. Je mehr Menschen etwas mögen, desto besser ist es intersubjektiv gesehen. Und genau mit dieser Intersubjektivität kann man sagen, ob sich ein Kopfhörer für die meisten Menschen gut oder nicht anhört. Also, mit diesem Wissen schauen wir uns jetzt mal die Truth Ear Nova an. Die Nova kommen in einer Verpackung, die sehr von Anime inspiriert ist. Was ich generell cool finde, aber bei den Novern ist es mir doch ein wenig zu viel. Glücklicherweise ist das Artwork nur auf dem Umschlag und nicht auf der eigentlichen Verpackung. Wenn man die Box jetzt aufmacht, sieht man die Kopfhörer selber, die Stöpsel und eine Verpackung. In dieser Verpackung sind ein Kabel und ein Beutel zur Aufbewahrung. Der Beutel ist ganz nett, weil man nicht nur die Kopfhörer darin verstauen kann, sondern auch alle Stöpsel, die man bekommt. Man bekommt viele Stöpsel und normalerweise gehe ich nicht so sehr auf die ein, aber dieses Mal sind die ziemlich wichtig. Wenn man die falschen Stöpsel benutzt, klingen die Kopfhörer nämlich schlechter als mit den guten, aber dazu gleich mehr im Soundteil. Das mitgelieferte Kabel sieht sehr nett aus, wobei ich geflochtene Kabel nicht mag. Glücklicherweise ist das Kabel auswechselbar und das sorgt auch dafür, dass man vieles cooles Zeug mit den Novern machen kann. Wenn ihr zum Beispiel keine Lust auf kabelgebundene Kopfhörer habt, könnt ihr mit diesem Kit aus den Kopfhörern True Wireless Kopfhörer machen. Das ist der Vorteil eines modularen Designs. Aus den Novern kann man zum Beispiel auch ein Headset machen. Dazu werde ich in der Zukunft nochmal ein Video machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr mich abonnieren. Die Kopfhörer selbst bestehen nur aus Plastik. Es sieht zwar ganz nett aus, wenn man es nicht trägt und einfach nur in der Sammlung liegen hat, aber in meinen Ohren sieht es einfach nur komisch aus. Lieber habe ich tatsächlich einen Kopfhörer, der nicht zu sehr heraussticht. Eine wichtige Frage habe ich aber noch nicht geklärt. Wie genau klingen die Kopfhörer? Alles hört sich sowohl detailliert als auch spaßig an. Der Bass ist perfekt getuned, so dass sich alles sowohl klar als auch tief anhört. Dafür sorgt ein Treiber, der nur für den Bass da ist. Die Mitten sind perfekt für Vocals. Die Stimmen gehen in der Musik weder unter, noch sind die zu laut und übertönen damit die anderen Instrumente. Die Höhen sind detailliert und dadurch hören sich Cymbals und Trompeten echt an. Hier mal der Sound im Vergleich zum Harman Target, dem Target, welches intersubjektiv die beste Zielkurve ist, die wir derzeit haben. Die Nova liegen perfekt auf dem Target, bedeutet also, dass die meisten Menschen diese Kopfhörer gut finden. Das können auch einige meiner Zuschauer bestätigen, die sich auf meine Empfehlung hin die Kopfhörer gekauft haben. Hier mal im Vergleich die zweitbesten Kopfhörer. Die Monarch MK2. Kopfhörer, die 1000 Euro kosten. Die Nova liegen noch einmal viel näher an der Zielkurve. Jetzt muss ich aber auch einmal über die negativen Seiten reden. Ihr habt ja gerade die Messungen gesehen. Das ist eine von 5 Messungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Denn je nachdem, welche Stöpsel man benutzt, klingen die Kopfhörer anders. Die Messung, die ich immer gezeigt habe, ist die von den Schaumstoffstöpseln, da die Stöpsel mit Abstand den besten Klang haben. Bis 3 kHz klingen die Kopfhörer immer gleich. Aber ab 3 kHz verändert sich der Klang dramatisch. Die Schaumstoffstöpsel sorgen dafür, dass der Klang sehr linear abfallend ist. Bei den anderen ist es anders. Die normalen Stöpsel sind in den höheren Frequenzen etwas gedämpft und die Flange-Stöpsel sind am schlimmsten. Man sollte meinen, dass es kein großes Problem ist. Einfach Schaumstoffteile benutzen und fertig. Aber so leicht ist es leider nicht. Die Schaumstoffteile sind sehr groß, heißt, die üben sehr viel Druck auf die Innenohrenwand aus. Das sorgt dafür, dass ich für ein paar Wochen nach dem Tragen der Kopfhörer keine In-Ears mehr tragen konnte, ohne dass ich Schmerzen hatte. Vielleicht habt ihr das Glück und die passen euch, aber mir passen die nicht. Glücklicherweise kann man aber dank der Power von Amazon alternative Ohrstöpsel kaufen, die sehr ähnlich zu den Schaumstoffstöpseln klingen, aber deutlich angenehmer zum Tragen sind. Ich habe mir die hier auf Amazon gekauft, gemessen und siehe da, die sind zwar angenehmer beim Tragen, man verliert aber auch dafür ein wenig Bass. Wie gesagt, je nachdem, welche Stöpsel ihr habt, klingen die Kopfhörer anders. Ein anderes Problem, was die Nova haben, ist es, dass es keinen Mesh vor den Drivern gibt. Wenn ihr Stöpsel verwendet, die besonders kurz sind, landet der gesamte Ohrenschmalz in diesem Bereich und in den Tubes der Kopfhörer.
Kopfhörer. Dort bekommt man das sehr schlecht raus. Wenn das passiert, verändert sich der Sound der Kopfhörer und man kann das nicht mehr ändern und muss die Kopfhörer noch einmal kaufen. Ihr solltet also aufpassen, dass ihr nicht Stöpsel verwendet, die zu klein sind. Dadurch ist dann der Abstand hoffentlich groß genug, dass der Schmalz nicht in den Schläuchen landet. Also, warum sollte man sich die Kopfhörer kaufen? Man sollte sich die Kopfhörer kaufen, wenn einem Soundqualität wichtig ist. Es gibt viele Menschen, denen Sound egal ist und nicht jeder will das Beste haben. Man sollte sich diese Kopfhörer kaufen, wenn man gewillt ist, noch einmal extra Geld für Zubehör auszugeben, um Probleme zu lösen wie Bass, Komfort oder dass man daraus ein Headset machen kann. Diese Modularität ist echt gut, damit man aus den Kopfhörern seine eigene machen kann, die einem individuell am besten passen. Und genau deswegen finde ich, dass es die besten Kopfhörer sind, die es derzeit gibt.